Puh. So, was nehmen wir alles mit? Was haben wir hier? Das ist die große Frage. Ich bin der Meinung, wir lassen erstmal die Tesla-Gun hier. Aber ich bekomme gleich ein Upgrade. Können wir sie erstmal im Inventar behalten. Ich bekomme gleich ein Messer. So, die Pistole, die Munition, ja. Wir nehmen die Granate mit. Die Munition für den Elektroschocker, für den Taser. Das Messer. Zurück ist das B-Szenario hier viel einfacher. Das Messer nehme ich jetzt auch nur mit, falls mich der Kollege gleich grabt. Wenn er mich von hinten grabt, habe ich ein Problem. Schießpulver, natürlich. Schnell durchrennen. Oh mein Gott. Der ist es wert. Und noch einmal Brandmunition. Hier wird gleich ein Zombie spawnen, wenn ich zurückgehe mit dem Signalmodulator. Ich weiß gar nicht, wie das Ding genau heißt. So, wir legen erstmal einen Taser weg. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert das kann weg, die Granate kann weg. Safety-Messer, das kann erstmal weg. Safety-Messer mitnehmen. Okay, ich bekomme nachher Granaten. Leg ich weg. Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Signalmodulator. So. Also, ist das Antivirus im Westbereich? Holen wir uns das Gepäck-Upgrade. Jetzt ist ja ein Zombie im Gang. Warum auch immer. Der wird da reingespawnt. Ne? Merkwürdig. Ach ja. OSS. OSS. Komisch, kein Zombie hier. Aber hier jetzt, ja? Auch nicht? Vorsichtig sein. Da liegt doch noch Pistolenmunition, aber das ist mir zu riskant zu holen. Weil du musst auf jeden Fall gegen Zombie kämpfen. Okay, sind wir glücklich. Zeit? 1:29, wir haben genau 30 Minuten ab jetzt. Okay, das kann knapp werden. Mal gucken, wie schnell das Labor hier geht. Der Ostbereich. Na, die B-Szenarien bin ich halt nicht so geübt, ne? Claire A habe ich am meisten trainiert. Aber die B-Szenarien, puh. Letzte Chance. Warum was jetzt zu legen, Marco? Okay, wir lassen alles hier. Safety-Granate. 2048. Oh, shit. Oh shit. Das ist nicht 2048.
Oh mein Gott, das habe ich denn falsch gemacht. Es muss nämlich 2048 sein. 5, 8, 3, 1. Geht's gut, Mann. Okay. Safety-mäßig haben wir alles. Ich bin langsam nervös, ja? Lösung wird zerstört. Im letzten Video war es ja übelst krass hier. Was ich auch immer für Pflanzen um mich herum hatte. So, kombinieren wir. Säure. Granate, wichtig für einen vierten Boss. Das Rätsel ist länger. Blau, Rot, Grün. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Rot. Blau. Rot, Blau, Grün, Blau, Rot, Grün. Ein Fehler hier, ja? Und dann kannst du mischen. Ein Fehler und du kannst dann komplett mischen und dir nochmal einen Kopf machen. Ich meine, es geht. Glaubt man, du willst das Rätsel schnell lösen. Kurz hast du Trinken eingegossen. So, gucken wir dazu, wo die Ivy steht. Da. Ist sehr riskant, weil hinter dir auch einer runterfällt. So. Schießpulver. Und die Karte. Pistolenmunition geht aus. Meine Flashbang würde ich ganz gerne behalten. Wir könnten nachher nur langsam hier durchgehen. Dann müsste ich aber die ganzen Zombies jetzt töten. Haben wir beide erwischt? Nee. Urf. Urf. Ist der hier? So. Wenn du nicht tausendmal hin und her musst, wäre es klüger, erstmal in den Raum zu gehen. Bevor wir gleich die Licker starten. Hier hätte ich so ein Safety-Messer. Aber da kann ich auch ein angebrochenes nehmen. Nochmal Säure. Ach, legen wir mal das hier weg. Die Granate auch. Die wollen wir nicht nutzen. Ich nutze mal hier irgendein Messer. Falls irgendwie gegrabt werden sollten. Und einmal, das können wir auch behalten. Messer auswählen. So, dann können wir gleich hier durchlatschen. Ich werde gar nicht erst nach oben gehen, sondern hier gleich rein und dann gleich raus. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Verdammt! Hätte meinen Parker einpacken sollen. Wir sollten auf Säure wechseln, da wir demnächst Ivys bekämpfen. Die sind gegen Säure anfällig. Ivys sind übrigens die Pflanzen. Übrigens, wenn ihr gegrabt werdet von einer Pflanze, müsst ihr einen Verteidigungsgegenstand haben, ansonsten seid ihr immer tot, egal welcher Schwierigkeitsgrad.
Eine Pflanze tötet euch immer sofort. Ich darf jetzt hier nicht rennen. Wir gehen hier ganz chillig durch. Auch wenn wir Zeitdruck haben. Im Nachthemd schweben wir hier durch. Wir sind nur ein Geist. Wir sind gar nicht da. Kein Fehler erlauben. Wir haben zwei Verteidigungsgegenstände. Los geht's. Gucken, dass die Pflanzen nicht blöde stehen. Sieht gut aus. Ab geht's. Wo sind die Pflanzen? Hier haben wir eine. Auf die müssen wir ballern. Auf die da nicht. Sieht gut aus. Bis jetzt. Wow. Tatsache, ja. Zwei Safety-Gegenstände. Alter, da können wir ja froh sein, was wir dabei hatten. Ich wäre tot. Hätte ich mein Messer nicht mitgenommen, ich wäre tot. An Ort und Stelle. Haben wir alles richtig gemacht, das kaputte Messer ausgerüstet. Alter Schwede, war die Pflanze schnell. An dem bin ich immer vorbeigerannt. Na, wir müssen uns wirklich jetzt beeilen. AWS. Eine Granate liegt da rum. Und dann sollten wir uns Gedanken machen. Was für Munition ich, oder was generell ich mitnehme. AWS. AWS. Okay, vielleicht mal später. 38 Leute, die können es schaffen, S Plus zu bekommen. S Plus und 100%. Aber unter 2 Stunden ist schon hart. Wenn du alles machen möchtest im Spiel. Speedrun, kein Problem. Wenn du wirklich nur das Nötigste mitnimmst, kein Problem. Also eins ist klar, Granatwerfer. Mindestens einen Heilungsgegenstand sollten wir mitnehmen. So. Granaten brauchen wir für den letzten Boss. Messer könnten wir mitnehmen. Elektroschockgewehr. Ruhig nochmal kombinieren. So. Blend gerade nicht unbedingt. Magnum. Brauchen die SLS. SLS. So heißt die. Magnum-Munition. Nochmal 12 Schuss. Kartuschen dafür. Reicht einmal durchladen.
Das brauche ich nicht. Brandmunition ist nutzlos. Wenn, dann willst du erst dann noch ein Messer. Nochmal sicher gehen, nochmal Erste Hilfe mitnehmen. Immer nochmal sicher. So. Sieht doch recht solid aus, oder? Wir könnten noch die Pistole wegnehmen. Und dafür... Das dauert mir zu lange hier, ja? Das brauche ich demnächst. Ich habe nichts, doch hier. Top. Das sollte reichen. Munition wechseln? Okay, haben wir. Du Arsch schon wieder! William! Das endet jetzt! Und deswegen, liebe Kinder, schießt nicht mit Wasserpistolen auf Menschen. Was ist dieses Ding? Das war mal mein Mann. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Ah! Schuss. Springen, komm. Ich habe ihn nachgeladen. What? Mein Fehler. Yeah.
besser. Das gute Messer genommen. Wir spielen lieber safe. So, daneben. Ja, wir haben kaum Zeit. Will ich so Sachen einsammeln? Die würden noch immer Kartuschen rumliegen. Die Magnum-Munition würde ich gerne mitnehmen. Die liegt. Die liegt hier links, glaube ich. Okay. Weg damit. Das können wir kombinieren. Eine Granate noch. Extrem hilfreich, die müsste hier sein. Okay, wir sind ready. War nicht schön, der Kampf. Aber ich ärgere mich auch, dass ich die MP mitgenommen habe, weil 24 Schuss, ne? Na. Zeit. Schaffen wir vielleicht. 16 Minuten. Muss zurück zu Sherry. Armand habe ich mit, ne? Armand haben wir. Heilung habe ich nicht gebraucht. Geht's gut, man. Ja, das Ding ist, ich muss gerade für zwei Bosse einkalkulieren. Wir müssen gleich eine Menge Granaten mitnehmen für Birkin 4, aber wir haben noch Birkin 5 hier. Und die MP muss dringend weg. Hey. Ich wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Sherry. Wie geht's dir? Okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Mami? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Gott sei Dank. Also wird Sherry gut gehen? Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Hörst du das? Was ist dir passiert? Sie wurde angegriffen von... Sorg. Sorg dich nicht um mich. Bringt meine Tochter Sicherheit. Tut mir leid, Sherry. Das alles. Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst.
Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4-Virus erkannt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode? Falls das G-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Halte meine Tochter. Nein! Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mom Lebowl sagen. Komm, bitte sag ihr. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Ups, sorry. Du hast recht mit der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu, wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Genau, S Plus wartet. Mir geht immer noch eine Sache nicht aus dem Kopf, ne? Vorhin hat ja die Annette ihren Mann William genannt. Ich meine, wenn ihr verheiratet seid oder ihr habt einen festen Freund oder feste Freundin, redet ihr eurem Partner mit Vornamen an? Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Es sei denn, ich war böse auf sie. Lass uns schnell hier abhauen. Aber vielleicht würde man auch so einen Fleischklumpen auch nicht Schatz sagen, ne? Oh, wir haben noch gute Säuregranaten. Gut gegen die Ivys gleich. Hier haben wir noch Erste Hilfe und ein Messer. Ich kann nur eine Sache mitnehmen. Das Messer nehme ich mit. So, ich brauche 2 freie Inventarplätze. Legen wir das MG weg. So, das sind 2 Schuss. Ich brauche alle Granaten, die ich habe. Das brauchen wir auch nicht. Alle Granaten. Und am besten noch ein Messer. Volles hier. Noch irgendwas, Marco? Blendgranaten brauchen wir nicht. 5 Brandgranaten. Das reicht. Bei Leon kommt man an den Pflanzen ja nicht vorbei. Du musst schießen. Fällt mir aber auch nur auf, weil ich heute erst Leon B gespielt habe. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Natürlich! Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Pistolenmunition. Habe ich aber gerade keinen Platz für. Je länger ich mir Zeit lasse mit dem, umso besser. Cherry, S+.
Der Zombie, der jetzt hier steht, hat ungefähr 100 HP. Der würde auch alleine sterben. Aber der wäre noch in der Lage, dich zu beißen, wenn du zu nahe kommst. Also du musst auf ihn schießen oder ihn zu Ende latschen lassen. Hältst du durch? Bin direkt hinter dir. Das machst du gut. Ich glaube, wir sind hier fast drauf. Versuchen wir es. So, wir haben zwei freie Inventarplätze. Gehen wir direkt in den Zug rein. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay. Ich bleib hier, ich versprech's. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Immer. Ich würde sagen, kennst mich doch. 8 Minuten bis zur Detonation. Rein damit. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay. Okay, funktioniert. Leon. Claire. Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja. Aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, keinen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon, die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier! Leon! Leon! Mist! Birkin 4. Ab geht's. Bin ready. Na, ich hätte noch auf Brandgranaten wechseln können. Alter Verwalter, du. Feels easy, man. Aber im B-Szenario war das nicht der letzte Boss. Claire! Ist okay. Ich bin hier. Jetzt kommen wir hier raus.
Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel. Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Wer ist das? Das ist Sherry. Okay. Scheiße! Was war das? Keine Ahnung. Du bleibst hier bei Sherry. Ich geh mal nachschauen. Leon, der Beschützer. So, munitionmäßig. Sieht mal nicht gut aus, ne? Ich hab noch eine Granate. Das sollte auf jeden Fall reichen. Bin ich der Meinung. Aber wir haben hier noch was. Das braucht man nicht. MP-Munition. Aber nur, weil es schnell ist. Der letzte Boss ist eigentlich nur mal eine Abfrage, ob du noch Munition dabei hast. Keinen Sinn, jetzt schon drauf zu schießen. Der ist immun. Ich hoffe, du magst Kugeln. Ich hab noch viel mehr. Er ist immun gegen jeglichen Schaden. Erst wenn das Auge da ist. Scheiße! Wie kannst du noch leben? Willkommen im wahren Ende. Also, seid ihr zwei zusammen? Nein. Wir kennen uns erst seit letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? Wenn es nicht nur die Stadt ist? Schaff Sherry hier weg. Komm. Hey, das war Live Another Day von The Great. Der war ja freundlich. Also, ist es vorbei? Ich weiß nicht. Aber falls nicht, dann stoppen wir es. Was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Komm schon. It's up to us to take out Umbrella. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Adoptieren? Ah, ja. Wir holen uns einen Welpen. Ein Welpen? Und einen Papagei. Papagei. Ich wollte immer Tiere, aber Mom sagte, das macht nur Dreck. Ja.
Ah, die Musik vom Original fand ich hier besser. So. YouTube Copyright und so. GG. S Plus. Aber hingekriegt, Leute. Alles hundertprozentig durchgespielt, Iron Man mäßig durchgezogen. Nirgendwo neu geladen, nirgendwo irgendwie gehackt oder gecheatet. Ah, das feels good, man. Das sollte doch jetzt ein Eintrag sein bei mir. Echt, wie alles so reibungslos klappt, immer beim ersten Versuch, ja? Ergebnisse. Na bitte. Das sieht doch gut aus. Aber wir sehen ganz klar, ne? Da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und natürlich hier so ein Run zum Beispiel. Das hier ist ein absoluter Speedrun, genau wie auch der hier. Das ist nicht hundertprozentig alles einsammeln. Aber hey, ne? Das ganze Training macht sich bezahlt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Leute. Das war mal wieder ein Video zu Resident Evil 2 von mir. Claire B. Vielleicht lege ich noch dazu Leon A und Leon B. Ne? Wobei ich aber sagen muss, ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Weil dieser Spielstand sieht danach aus, als hätte ich nur das Nötigste mitgenommen. Aber da war ich noch nicht würdig trainiert. Gucken wir mal. Aber hier gibt es noch einiges zu erledigen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ne? Diesmal mit Commentary. Dachte, ist vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, als wenn ihr nur das reine Gameplay seht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser fandet. Oder ob ich in Zukunft weiterhin ohne Kommentar die Runs hier spielen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ja. Bis zum nächsten Mal.